Ich denke, wir beginnen mit Werner Musler, der heute aus Brüssel angereist ist, der ein Mann sein muss mit stahlharten Nerven. Und Werner, was gibt's Neues in Brüssel? Ich möchte zuerst mal sagen, ich glaube, die Karre steckt so tief im Dreck. Es wird, fürchte ich, nicht gehen ohne weiteren Schweinkram sozusagen. Bevor wir die Frage, wie es mit dem Euro weitergeht, nicht beantwortet haben, uns leider mit all den anderen Dingen nicht wirklich beschäftigen können. Ich habe vor einem Jahr noch die schöne Hoffnung gehabt, dass wir einfach sozusagen umdrehen müssen, uns wieder zurückbewegen hinter Maastricht gewissermaßen und man sich auf diese Prinzipien, die vorher noch gegolten haben, zurückziehen und dann ist es schon alles wieder einigermaßen gut. Ich fürchte, das funktioniert einfach nicht mehr. Die Währungsunion war immer ein politisches Projekt und hat deswegen auch als politisches Projekt das Problem gehabt, dass die ganzen Absicherungen, die ja letztlich ordnungspolitisch begründet waren, immer über den Haufen geworfen, wenn es politisch sinnvoll erschien. Ich nenne nur drei Beispiele. Italien musste aus politischen Gründen der Währungsunion angehören. Deswegen hat man die Konvergenzkriterien ausgehebelt. Deutschland und Frankreich wollten irgendwann nicht mehr sparen. Deswegen hat man den Stabilitätspakt aufgehoben. Griechenland hat eben einfach ein Problem gehabt. Deswegen hat man die No-Bail-Out-Klausel gebrochen. Wenn man sich das überlegt, dann müsste man ja sich jetzt die Frage stellen, was kann politisch daraus folgen? Denn die Idee ist im Prinzip die, dass man jetzt auf europäischer Ebene Institutionen schafft, die all diese Probleme bekämpfen sollen. Einen europäischen Finanzminister, eine europäische Bankenaufsicht, die alle die Dinge, die in den letzten Monaten, Jahren schiefgelaufen sind, irgendwie auffangen. Kann es funktionieren? Ich fürchte, es wird nicht funktionieren. Das Problem ist natürlich, dass es dazu gar keine Zeit gibt, um es sich mal richtig durchzudenken. Und wenn man es richtig durchdenkt, wird man auch merken, dass es nicht funktioniert. Zum Beispiel soll unsolide Finanzpolitik sanktioniert werden durch eine europäische Instanz, die besser funktioniert als der Stabilitätspakt. Warum es irgendeine europäische Institution geben soll, die sozusagen über allen Wolken schwebt. Und zum anderen, weil man im Grunde genommen sich bei all diesen Sachen überlegen müsste, wir schaffen jetzt einfach den Nationalstaat ab. All diese Institutionen brauchen keine demokratische Legitimation. Wir sind ein europäisches Volk und dann könnte es vielleicht funktionieren. Das ist alles völlig illusorisch, aber sie wird deshalb nicht funktionieren, weil zum einen, wie gesagt, die politische Union ist der relativ verzweifelte Versuch im Augenblick, dem zu entkommen, aber ich fürchte, es wird nicht funktionieren. Es kann auch schlicht nicht funktionieren. Ja, meine Damen und Herren, Hoffnung zu geben, das mache ich nicht. Das mache ich ja schon in den Vorlesungen dazu nicht und hier schon mal gar nicht. Ein paar grundsätzliche Überlegungen. Als auf das Binnenmarktprogramm zur Verfeinerung des Binnenmarktes, zur Beschleunigung des Binnenmarktes und Verbesserung des Binnenmarktes die Euro-Idee kam. Es wurden Kriterien aufgestellt, vielleicht konnte man sie nicht bis ins Letzte begründen, warum genau 3% Defizit. Aber immerhin, es wurden Kriterien aufgestellt und es wurde danach einigermaßen vorgegangen, es wurde mal hier ein Auge zugedrückt und dann mal eine Zahl gefälscht. Aber das Problem liegt ja gar nicht daran, Kriterien zu nehmen und zu sagen, versucht es mal 2 Jahre und dann bekommt ihr die Gemeinschaftswährung, sondern die Frage ist ja, wenn wir die Gemeinschaftswährung haben, wie halten wir die Stabilität? Das ist ja die Frage.
Und mit dem Ausbruch der Finanzkrise, den systemischen Risiken, der Wirtschaftskrise, die danach folgte, und der unglücklichen Relation von hoher Staatsschuld und mangelnder Wettbewerbsfähigkeit, auf diese Relation kommt es ja letztlich an, die wir jetzt sehen, stecken wir in diesem Schlamassel. Und wir kommen mit diesen Institutionen nicht raus. Warum nicht? Naja, wir können natürlich irgendwas machen, was Bankunion heißt, Fiskalunion heißt, Finanzunion, wir können noch mehr Worte mit Union bilden. Das Hauptproblem bleibt ja bestehen, wir können die einzelnen Staaten nicht unter das Recht zwingen. Wir könnten nicht mit einer Troika auch einmarschieren in Griechenland und jetzt die Verwaltung verändern. Jetzt haben wir eine andere Situation. Wir haben die Situation, wo wir eine weiche Budgetrestriktion haben. Und wer unter einer weichen Budgetrestriktion agiert, das heißt, andere können mehr zahlen, wir machen Druck, dann wissen wir, was passiert. Wir strengen uns nicht halb so viel an, sondern haben immer noch die Hoffnung, dass mit mehr Geld, einer Geldspritze, einer Wachstumsspritze das Problem gelöst wird. Wir lösen jetzt unser Problem zurzeit mit einer immer weicheren Budgetrestriktion. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wo das hinführt. Natürlich auch zur Zahlungsunfähigkeit und zur Überschuldung. Und wir alle können uns das jetzt anhören. Und 99% der Leute, einschließlich mir, spüren es nicht. Die Wände sehen genauso aus, ich gehe raus, es scheint die Sonne, mein Haus steht noch, meine Familie lacht, der Hund bellt. Also irgendwie wie immer. Und Montag höre ich dann in den Nachrichten, ich habe schon gelesen, ja, 130 Milliarden sind nicht alle zusätzlich, aber so ein Wachstumspakt ist beschlossen worden, ich weiß genau, der bringt nichts. Aber naja, aber trotzdem, es steht alles irgendwie noch. Und wenn ich aufs Konto gucke, ist mein Geld auch noch da. Die Steuern sind auch noch nicht erhöht. Wir spüren alle die Krisensituation nicht. So, und die, die was wollen, die haben alle Not und machen Dampf und spüren den Notstand. Griechen, Spanier, andere, alle, die bedroht sind, die arbeitslos sind. Und das Konkrete sieht hier wieder das Abstrakte gegen das Abstrakte. Wir spüren nichts, außer so eine Ratio, es wird nicht gut gehen. Und dann können wir noch überlegen, wie lange geht es nicht gut? 2 Jahre oder vielleicht 7 doch noch mal im Flug. Aber das ist das Hauptproblem, was wir nicht beachten. Die Leute, die konkret Sorgen haben, die machen Druck. Und für die ist das Unmittelbare, jetzt und hier Geld zu bekommen, ganz wichtig. Und die gewinnen. Und damit wird auch unsere Kanzlerin konfrontiert. Und dieses Regime muss dazu führen, dass wir einen Crash kriegen. Also ich muss gar nicht weiterreden. Ich könnte natürlich ein paar kleine Vorschläge machen. Aber die werden wir sowieso nicht angenommen, weil wir auf diesem Pfad sind. Die Pfadabhängigkeit ist vorgegeben. Wir gehen den, bis es nicht mehr geht. Aber fragen Sie mich nicht, wie lange das dauert. Und fragen Sie mich nicht nach den Konsequenzen, ob der Geld weg ist. Nö, das geht dann. Sie kriegen irgendwann eine Vermögensteuer reingedrückt und diese kleinen Sachen kommen dann und dann finanzieren wir. Und dann irgendwann überlegen wir, wenn es zu schlimm wird und wir als Alleinzahler das nicht mehr stemmen können, nach Alternativen. So wird es kommen und alle kleinen Vorschläge, die wir Liberalen bis dahin machen, werden überhört. Deswegen sollten wir mal die Gegenstrategie nehmen. Helfen Sie mit, dass das schneller geht. Ja. Ja, wir befinden uns eigentlich an einer Weggabelung. Die einen, die wollen diese Krise jetzt nutzen, um Dinge durchzusetzen, die sie unter normalen, demokratischen, rechtsstaatlichen Voraussetzungen gar nie durchsetzen könnten. Und sie nutzen die Krise jetzt, um dieses politische Europa in eine neue Form des Zentralismus zu führen. Und da werden neue Worte geschaffen, Orwellscher Neusprech wird immer wieder neu erfunden, ESM, EFSF, Elite-Bonds, Projekt-Bonds. Das ist alles der Weg in diesen Zentralismus. Und dieser Zentralismus, der kommt aber nicht demokratisch, rechtsstaatlich daher, sondern der kommt über die kalte Küche. Wir werden nicht gefragt, Sie nicht, ich nicht. Wenn Sie sich daran erinnern, wieso man Griechenland gerettet hat, da hieß es ja, vermeintlich gerettet hat, da hieß es ja, wir müssen den Euro als Währung schützen. Wenn ein Land ausscheidet, dann gibt es diese Überrolleffekte und dann bricht alles zusammen. Die Welt geht unter. Das war ja das Horrorszenario, was damals an den Tag gelegt wurde. Inzwischen ist das gar kein Argument mehr so richtig. Ja? Inzwischen
kommen jetzt Länder unter einen Rettungsschirm, also die beim besten Willen nicht mehr den Euro gefährden können. Zypern zum Beispiel. Zypern ist der nächste Kandidat auf der Rettungsagenda. Die wollen 4 Milliarden Euro für ihre Banken haben. Also Zypern ist eine Insel, wie wir alle wissen. Also Kapitalflucht ist da und die Flucht der Bevölkerung ist da nicht so einfach möglich. Und die Größe der Banken, naja, die ist auf der Ebene von Pommesbuden. Also das kann meine Währung nicht wirklich in Schieflage bringen. Das heißt, wir schleifen eben fortgesetzt das europäische Recht. Und wir müssen eben zurückkommen zu einem Europa des Rechts, das auch gilt, dass das Recht eingehalten wird. Und Deutschland muss darauf drängen, dass das Recht eingehalten wird. Entscheidend ist, dass das Haftungsprinzip durchgesetzt wird. Derjenige, der Risiken eingeht, der muss haften, der muss die Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Und wenn man dieses Risiko sozialisiert, ja, dann sozialisiert man letztendlich auch die Haftung, das Recht in Europa. Und das kann nicht gut gehen. Deshalb wird diese Zentralisierung, die viele in Europa jetzt anstreben, nach meiner tiefen Überzeugung nicht Europa einigen, sondern es wird Europa spalten. Ich möchte beginnen mit meinen Ausführungen, dass ja die Idee Europa in den römischen Verträgen 1957 eine grandiose Idee gewesen ist. Und zwar eine Idee, die hieß, wir wollen Grenzen beseitigen innerhalb Europas, Freizügigkeit bis hin zu dem, was wir heute die vier Freiheiten nennen, realisieren und damit Wettbewerb, Marktwirtschaft, alle die segensreichen Dinge, die Wohlstand fördern, Wohlstand produzieren. Und da ist meine erste Überlegung die oder These die, dass ich sage, der Wohlstand, der in der EU produziert wurde, ist mit diesem Ansatz produziert, nämlich Freiheit, Binnenmarktorientierung, vier Freiheiten. Das ist die eigentliche Grundlage des Wohlstands. Und ist zunehmend, wie wir alle wissen, und hier wird es ja auch überall gesagt und beklagt, darüber hinaus ein zunehmend politisch zentralistisches Konstrukt entstanden und entsteht immer mehr. Die Politiker nennen das Vertiefung. Die müssen die Integration vertiefen. Hört sich toll an, aber hinter der Vertiefung steht Zentralismus, institutioneller Zentralismus. Und hier gibt es einen Gegensatz zu der Öffnung von Grenzen und der Freisetzung von Kräften, die den Wohlstand produzieren über Märkte und Freiheit. Und nunmehr begegnen wir zunehmend oder sind mittendrin in einer institutionellen Verkrustung und Kollektivierung, die genau das Gegenteil von dem, was wir Subsidiarität nennen, erzeugt. Also insofern wird der wohlstandserzeugende Effekt erstickt, zunehmend erstickt. Beispielsweise Griechenland aussteigt. Ich glaube einfach, die Frage stellt sich nicht, ob wir das wollen oder nicht, sondern es wird kommen. Griechenland würde befreit, wenn dieses Land aus der Eurozone ausscheidet. Warum? Weil ein Land, das mit einem Wechselkurs von einer Überbewertung von 50% erdrückt wird. Die rechtliche Dimension ist so, dass alle Mitglieder der EU auch gleichzeitig Mitglieder der Währungsunion sind. Alle. Nur einige haben eine Ausnahmegenehmigung. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als dass Griechenland eine Ausnahmegenehmigung in Bezug auf die gemeinsame Geldpolitik bekommt. Und was bedeutet das? Ich habe das im Finanzministerium mit einigen Leuten diskutiert. Die sagten, wir hätten das durchgerechnet. Das bringt nichts. Abgeltung. Das haben wir durchgerechnet. Ja, was haben Sie denn da gerechnet? Ja, wir haben geschaut, was denn die Exportstruktur, wie die aussieht. Das ist im Wesentlichen Tourismus, das ist Schifffahrt und Reederei und dann ist es ein bisschen Obst und Gemüse und Landwirtschaft. Das ist das Wesentliche. Ja, und wenn das abgewertet wird, das bringt für Griechenland nicht viel. Da steckt ein fundamentales Missverständnis oder Nichtverständnis von Wechselkursänderungen und ihrem Effekt dahinter. Wir
jetzt auch Ihnen erlauben, dass sie sich gesund schrumpft auf Länder, die die Eurozone in der Tat bewältigen können. Das heißt ja nicht, dass der Euro damit abgeschafft ist, sondern dass er nur mit anderen Mitgliedern gemacht wird. Vielen Dank. Ich fange an mit dem ESM. Ich glaube, es ist klar, dass es keinen vernünftigen Grund gibt, wegen eines vorübergehenden Problems, nämlich der noch Schwäche einiger Banken, auf Dauer eine so gefährliche Institution wie den ESM zu errichten. Ich hatte ursprünglich geglaubt, dass SPD und Grüne ihre Zustimmung zum Fiskalpakt, der eine Vorbedingung für den ESM ist, nach Schwabes Meinung, noch kräftig hinauszögern würden, um den Unmut der FDP-Wähler weiter köcheln zu lassen. Es stellt sich die Frage, warum Rot-Grün nun doch schon in diesem Monat zustimmen will. Eine Transaktionssteuer jeder Art ist eine Steuer auf die Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft ist ein Geflecht von Verträgen, von Transaktionen. Und eine Steuer, die Transaktionen auf Transaktionen belegt wird, ist eine Steuer gegen den Markt. Es ist eine Steuer, die viel schädlicher ist als eine Mehrwertsteuer oder eine Körperschaftssteuer oder etwas Ähnliches. Eine Transaktionssteuer ist das allerletzte, was einem in den Sinn kommen kann. Eine Finanztransaktionssteuer verringert auch nicht die Volatilität der Kurse. Hier liegt ein elementarer ökonomischer Denkfehler vor. Kurse, Preise verändern sich, weil sich Nachfrage und Angebot verändern. Kurse, Preise hängen nicht vom Umsatz, vom Transaktionsvolumen ab. Also diese Steuer ist unwirksam. Sie führt zu einer Austrocknung der Märkte, einer geringeren Liquidität. Und je weniger liquide die Märkte sind, desto größer sind die Kursschwankungen. Die Sache geht total nach hinten los. Schäuble hat gesagt, in Deutschland kann der ESM nur verabschiedet werden, wenn gleichzeitig der Fiskalpakt verabschiedet wird. Aber diese Bedingung gilt nicht für andere Länder. Mit anderen Worten, der ESM kann in Kraft treten, ohne dass in den anderen Ländern der Fiskalpakt verabschiedet worden ist. Und zum Schluss möchte ich noch kurz erinnern an unsere eigene Erfahrung mit dem Artikel 115 Grundgesetz. Die Einnahmen aus Krediten, die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten dürfen. Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung des gesamtdeutschen Gleichgewichts. Auf der Basis dieses Artikels hat es schon mehrere Klagen gegeben. Beim Bundesverfassungsgericht sind alle abgewiesen worden, weil sich die Richter nicht in der Lage sahen, zu beurteilen, was ein Gesamtwirtschaftsgleichgewicht ist. Also ich frage Sie, wie gut sind die Aussichten, dass dieser Fiskalpakt wirkt und dass der ESM sich als ungefährlich erweist? Das sehe ich tatsächlich so. Und ich glaube, dass es naiv ist zu meinen, vor dem Hintergrund auch der Ausführungen von Herrn Faubel, dass wir institutionell mit unserem deutschen Rechtsverständnis rechtssystematisch, sprechen Sie mal mit Juristen, da schwärmen wir unsere Rechtsordnung. So, wir haben es aber nicht nur mit Deutschen zu tun und nicht nur mit deutschen Beamten und nicht mit welchen, die sagen, ich habe geschworen und dann tue ich das auch. Nein, wir haben es mit ganz unterschiedlichen Mentalitäten, mit Ansichten über das Recht zu tun, die höchst unterschiedlich sind, manchmal auch ganz pragmatisch. So, und dann ist es doppelt und dreifach und zehnfach schwer, die unter das Recht zu bekommen. Wir kriegen das ja bei uns schon kaum hier in unserem Staat, dass die Politiker ans Recht gebunden werden. Spender, Korruptionsgeschäfte, andere. Wann wird mal Immunität gelockert? Und in Europa ist Recht nicht. Ungarn, die Sache mit der Pressefreiheit, Berlusconi mit... sagte ihm, mein Sohn, die Zukunft ist unausrechenbar, aber das Dümmste ist das Wahrscheinlichste. Und ich denke, das gilt im Besonderen für die europapolitische Situation.
machen wir es doch auch so wie Schäuble. Ja, die Krise als Chance. Ich denke, es, man, und die Chance für uns sieht etwas anders aus. Die Freiheit war schon häufig in viel schlechterer Lage als gegenwärtig. Und der Sozialismus ist an der Logik der Dinge, an der Sachlogik, an der Erfolgsregel der Ökonomik gescheitert. An der falschen Konstruktion kam unter auf und so wird es auch jetzt hier in Europa geschehen. Und wir können da ganz fatalistisch...